mit unserem neuen Einblick, Ausgabe 5, was ist dran, Arsen im Bibliotheksbestand, möchten wir uns gerne einmal sachlich mit der Thematik auseinandersetzen und andererseits einen Bogen ziehen, sodass wir den medialen Hype, der Anfang 24 die Presse bestimmt hat, vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Arsen bzw. arsenhaltige Pigmente wurden vor allen Dingen im 19. Jahrhundert auch durch die Buchbinder sehr gerne genutzt, weil die Leuchtkraft der Farben sehr gut zur Geltung kam, vor allen Dingen in Buchschnitten, in Vorsätzen, in Illustrationen. Und vor allem die Zeiträume zwischen 1800 und 1900, in denen diese Farben sehr intensiv eingesetzt wurden. Das kam unter anderem dadurch, dass man diese Farben plötzlich auch synthetisch künstlich herstellen konnte. Und man wusste um die Giftigkeit, die Gefährdung durch Arsen, aber erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese arsenhaltigen Farben verboten. Durch eine Studie 2021-22 wurde dieses Thema aber plötzlich medial sehr groß gemacht und alle Bibliotheken mit Altbestand letztlich dazu gezwungen, sich mit diesem Thema neu auseinanderzusetzen. Die Universitätsbibliothek Leipzig hat in Bezug auf das Thema Arsen klare Vorgehensweisen. Das heißt, bei Buchbestellungen aus dem entsprechenden Zeitraum wird vor Aushebung geprüft, ob es sich eventuell um arsenhaltiges Material handeln kann. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass neueste Studien zeigen, dass bei sachgemäßem Umgang mit diesen Büchern keinerlei Gefährdung besteht. Das heißt, wir warten noch weitere Stellungnahmen ab, aber vermutlich wird es dahingehend gelöst werden, dass wir die Bücher weiterhin rausgeben können, gegebenenfalls mit einem erklärenden Handzettel dabei.